Es sind jetzt noch 2 Tage, bis wir die Wanderung in der Schweiz beginnen. Und heute ist bei mir zu Hause ein Paket angekommen. Drin enthalten war die GoPro Hero 5 Black. Wie manche vielleicht wissen, habe ich die letzten Videos immer mit der Handykamera aufgenommen und durch die GoPro erwarte ich mir schon eine deutliche Qualitätssteigerung. Manche sagen zwar, dass das Mikrofon bei der GoPro nicht so gut ist, allerdings am Handy wird es sicher nicht besser sein. Ich freue mich schon, mit der zu arbeiten und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Grüß miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht's, wie ihr sicher im Titel schon gelesen habt, in die Schweiz, genauer gesagt in die Glaner Alpen. Wir haben insgesamt eine Woche in der Schweiz geplant, davon 5 Hüttenübernachtungen, jede höher als 2000 Meter. Am Startpunkt treffen wir einen genauso wanderbegeisterten Schweizer, mit dem wir diese Tour gehen werden. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Ich bin jetzt in Linz am Hauptbahnhof. Wir haben jetzt eine 6 Stunden lange Zugfahrt vor uns, bis wir in Buchs sind. Da haben wir dann Zeit, Geld zu wechseln und ein bisschen die Schweizer Bahntickets zu kaufen. Dann geht's nach Sagans zu einer Ortschaft in St. Gallen, glaube ich, heißt der Kanton. Und da werden wir dann übernachten. Am nächsten Tag geht's dann mit dem Zug gleich in der Früh dann nach Linntal, wo wir dann die Wanderung beginnen. Wir wurden mit dem Auto noch auf ca. 1700 Meter gebracht, hier im Blog gekennzeichnet und dann ging es auch schon los. Hier ist eine kurze Übersicht der gewanderten Strecke. Angefangen haben wir im Kanton Uri auf ca. 1700 Meter. Die erste Hütte, die Klaridenhütte, war schon auf 2453 Meter im Kanton Glarus. Weiter ging es mit ein bisschen Regen zur Fridolinshütte. Bis zur dritten Hütte hatten wir einen sehr langen Weg vor uns. Wir kamen runter bis auf 1000 Meter und übernachteten am Abend bei der Mutzi-Hütte auf 2501 Meter. Am vierten Tag bekamen wir eine tolle Aussicht über den Limmernsee, erreichten unseren höchsten Punkt mit 2956 Metern, überquerten die Grenze zum Kanton Graubünden und übernachteten anschließend in der bewährten Hütte. Es ging zur Panixebas-Hütte auf 2407 Meter und am letzten Tag noch 1400 Höhenmeter runter nach Elm. Jetzt kommen erstmal ein paar Aufnahmen von der Anreise und der ersten Übernachtung an der Grenze von Liechtenstein. Die Wanderung beginnt bei 6.13. Es ist jetzt schon Nachmittag und wir sind in der Ortschaft Arzmoos angekommen. Hier haben wir eine kleine Airbnb-Unterkunft gebucht. Hat alles super funktioniert. Die Gastgeberin hat uns auch schon willkommen geheißen. Jetzt gehen wir dann noch runter zum Rhein. Diese Ortschaft grenzt direkt an Liechtenstein und da schauen wir uns mal genauer an. Hier sind wir jetzt direkt an der Grenze von der Schweiz nach Liechtenstein. Heute noch entspannen, bevor es morgen dann richtig losgeht. Hier herunten im Flussbett musste ich gleich meine neue Kamera ein bisschen testen. Wir sind jetzt zurück in der Herberge, wir haben uns gerade geduscht, es gibt noch eine kleine Jause und dann geht's ab ins Bett. Ich freue mich schon, hier wird es sicherlich bequemer sein als auf den Hütten dann. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt aus der Airbnb-Wohnung und haben auch noch ein Frühstück bekommen. Jetzt geht's dann runter zum Bus und dann mit dem Zug nach Linntal, wo wir dann die Wanderung beginnen. Richtiger Bahnsteig, aber nur ein paar Minuten zu früh. Und schon sind wir nicht im Zug nach Linntal gesessen, sondern im Zug nach Zürich. Da wir nicht mal ein Ticket für den Zug hatten, gingen wir schnell zum Schaffner und erklärten ihm die Lage.
Er war sehr nett, druckte uns ein neues Ticket aus und borgte uns sogar sein Handy, damit wir unsere Mitwanderer anrufen konnten, um ihn zu informieren, dass es ein bisschen später werden wird. Kann mal passieren. So konnten wir wenigstens den Zürichsee ein bisschen sehen und nun war ich auch das erste Mal in Zürich. Wir sind jetzt gerade in Zürich angekommen. Wir haben uns leider ein bisschen verfahren. In Sagans waren wir zwar am richtigen Bahnsteig, allerdings 10 Minuten zu früh. Jetzt haben wir einen kleinen Umweg gemacht. Der Fehler hat uns 60 Franken gekostet. Jetzt haben wir noch mal kurz ein bisschen was abgehoben am Geldautomaten. Jetzt geht es zurück nach Lindtal. Wir werden 2 Stunden später ankommen. Also es ist Gott sei Dank alles abgesprochen mit unseren Schweizer Kollegen. Der wartet dann 2 Stunden später von uns in Lindtal am Bahnhof. Unten im Tal haben wir noch ein bisschen Schweizer Käse gekauft und dann ging es auch schon los. Unser Wanderweg ging durch einige Bergwiesen mit Kühen und so wussten wir gleich, von wo unser frisch gekaufter Käse kommt. Wir sind jetzt mit 2 Stunden Verspätung losgestartet und den Klausenpass raufgefahren mit dem Auto. Jetzt ging es dann los, auf ca. 1700 Meter haben wir gestartet. Der nächste Stopp ist dann die Klaridenhütte, wo wir dann übernachten werden. Die ist auf 2300 Meter ca. Wir werden da jetzt mal hinschauen. Jetzt geht es hier diesen Weg runter, dann hier hinter und dann über das Gerollfeld, diesen Berg vorbei, nach hinten zur Hütte. Auf dieser ersten Spitze haben wir eine kurze Pause gemacht. Könnt ihr euch noch an das Video von der Stumpfmauer erinnern? Hier waren wir ganz erfreut, als wir ein paar Enzianer gesehen haben, doch hier gibt es sie im Überfluss. Kaum als wir die Hütte gesehen haben, begrüßt uns auch schon der Hüttenhund. Wir sind jetzt auf 2457 Meter angekommen. Bei der Klaridenhütte ist benannt nach dem Gebirgszug. Hier hinter mir sind die Klariden. Hier haben wir jetzt noch gejausnet und jetzt werden wir die Nacht hier verbringen. Ich zeige euch mal unser kleines Zimmer. Das Zimmer war sehr gemütlich, wir haben noch etwas gegessen und am Abend haben wir noch eine Runde Schach gespielt. Wir sind gerade schon wieder am Weg. Hier hinter mir ist doch die Klaridenhütte. Bis zur Fridolinshütte sind es nur 3 Stunden zum Wandern. Mal schauen, was wir dann den restlichen Tag machen werden. Bei der Fridolinshütte werden wir auch übernachten. Am Morgen hörten wir einige Helikopter fliegen. Wahrscheinlich liefert diese gerade frisches Essen zu einer Hütte. Bei der dritten Hütte konnten wir so etwas sogar live beobachten.
Dieser kleine See lädt doch richtig ein, eine Runde schwimmen zu gehen. Ein wunderschöner Bergsee, mitten in der Schweiz. Nach dieser Schwimmpause war mir so kalt, dass ich die Kamera nicht mal gerade halten konnte. Beim Tauchen habe ich jetzt gerade einen Stein erwischt, aber ich glaube, es ist nicht allzu schlimm. Nach dieser kurzen Abkühlung geht es jetzt wieder weiter. Heute um 3 Uhr kommt anscheinend ein Unwetter, da sollten wir dann schon in der Hütte sein. Wir sind von der Claridenhütte aus circa eine halbe Stunde gegangen, bis wir diese malerische Aussicht hatten. Man merkt aber bereits an den Wolken, dass das Wetter bald umschlagen wird. Es ist jetzt noch nicht mal Mittag und es fängt schon an zu regnen. Zur Hütte ist es, glaube ich, schon noch ein bisschen, das müssen wir jetzt durchhalten. Die Hälfte des Wegs ist schon geschafft, der Regen hat auch ein bisschen nachgelassen. Jetzt geht es über den Ochsenstock rüber zur Brilonitzhütte. Zum Ochsenstock rauf waren es nur 300 Höhenmeter. Hier sind wir runtergekommen. Je näher wir der Hütte kamen, umso nebliger wurde es. Als wir angekommen sind, hat man uns gleich die Hütte gezeigt, in der wir übernachten werden. Wir durften in einer eigenen Hütte übernachten, da wir für die ersten 2 Tage unser Essen selbst mit hatten und wir hier auch kochen konnten. Kollege mit dem Holz. Nach dem Essen ging es direkt in den Teich vor der Hütte. Gott sei Dank hatten wir hier einen Ofen zum Aufwärmen. Zum Abendessen gab es einen Rotwein direkt aus dem Nachbarkanton Graubünden. In diesen werden wir im Zuge unserer Wanderung auch noch kommen. Dort spricht man sogar Rätoromanisch. Wir waren die einzigen, die in dieser Nacht in der Hütte übernachtet haben. Und es war somit auch sehr bequem. Wenn alle Plätze belegt sind, wird es sicherlich eng. Ein neuer Tag beginnt und heute geht es zur Mutzi-Hütte. Das sind circa 5 Stunden. Heute ist sehr nebelig, wie man sehen kann. Und auch die Wiese ist ein bisschen nass. Aber solange es nicht zu regnen anfängt, passt alles. Anfangs hatten wir die Information, dass dieser Weg ca. 5 Stunden dauern wird. Hätten wir gewusst, dass wir von unseren 2100 Metern auf 1000 runter und dann wieder auf 2500 rauf müssen, wären wir sicherlich schon früher losgegangen. Auch an diesem Tag habe ich etwas gesehen, was ich schon von der Stumpfmauer kenne. Es war Morgen und der Boden war feucht, so wie damals auch. Und bei solchen Verhältnissen kann man oft den Alpensalamander beobachten. Dieses geschützte Tier haben wir auf der Stumpfmauer nur ein einziges Mal gesehen. Hier musste man fast aufpassen, dass man keinen zusammentritt. Der Alpensalamander ist eines der wenigen Amphibien, das keine Eier legt. Also kommen die Jungtiere nach einer Tragzeit, die bis zu 5 Jahren oder sogar noch länger dauern kann, bereits voll entwickelt zur Welt. Dies dürfte sogar die längste Tragzeit aller Wirbeltiere sein. Diesen See haben wir gestern auch schon gesehen. Wir sind jetzt nach Hintersand heruntergewandert auf 1300 Meter.
Unsere Hütte, bei der wir heute übernachten, liegt auf 2500 Meter, also 1200 Meter Aufstieg, das wird sicher hart. Hier wussten wir noch nicht, dass wir in den nächsten 1,5 Stunden nochmal 300 Höhenmeter verlieren werden. Von der Ferne aus sahen wir diesen Eingang in den Berg und auch der Wasserfall machte diesen Ort sehr interessant. Wir glauben, dass es ein Militärbunker mit einem eigenen Wasserkraftwerk war. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter runtergegangen. Jetzt sind wir auf 1001 Meter über dem Meeresspiegel. Die Hütte, die Mutzi-Hütte, zu der wir jetzt draufschauen werden, liegt genau 1500 Meter höher. Jetzt geht's dann los. Aber bevor wir die 1500 Höhenmeter angehen, haben wir uns noch diese interessante Brücke angesehen. Seit 1457 gibt es hier schon einen Übergang, um den Alpbesitzern beim Auf- und Abtrieb der Milchkühe einen großen Umweg zu ersparen. Als man 1902 eine breitere Brücke benötigte, baute man diese einfach über die vorherige und schlug einen kleinen Tunnel in den Fels. Fast 4,5 Stunden waren wir heute schon unterwegs und es stellt sich heraus, dass es ziemlich knapp werden könnte, noch vor Sonnenuntergang bei der Hütte zu sein. Wir sind jetzt ca. 300 Höhenmeter schon gegangen und es fängt jetzt gerade richtig an zu regnen. Nach guten 2 Stunden waren wir auf 1850 Metern bei einer Seilbahnstation. Bis dahin war an gefährlichen Stellen meist ein Seil angebracht, aber jetzt ging es erst richtig los. Hier sind wir gerade auf 2100 Meter und wir haben die gefährlichen Stellen bereits überwunden. Rechts sieht man runter nach Lindtal, dort haben wir unsere Wanderung begonnen. Schon vorher kam uns ein Bergsteiger entgegen, der uns berichtete, dass er jede Menge Steinböcke direkt neben dem Weg gesehen hat, die überhaupt nicht scheu waren. Wenig später konnten wir sie auch sehen. Dies war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Steinböcke sehe und dann auch noch aus dieser Nähe. Der Steinbock ist durch die Jagd um 1800 fast ausgestorben. Bis auf 100 Tiere in Italien gab es in den ganzen Alpen keine mehr. Heute gibt es wieder 45.000 Tiere, die alle von diesen 100 abstammen. Es ging weiter rauf und wir wurden sogar vom Hüttenwart angerufen und gefragt, ob eh alles in Ordnung ist und ob wir heute noch kommen. Noch eine halbe Stunde und wir waren da. Wir haben es geschafft. Vor mir ist schon die Mutzi-Hütte, jetzt gibt's ein warmes Abendessen. Ein Helikopter wird morgen ein neues Paket mit Lebensmitteln und vermutlich auch Holz bringen und dieses hier mitnehmen. Es war ein sehr langer Tag. Anstatt den vorher angenommenen 5 Stunden waren wir 10 Stunden unterwegs. Natürlich gab es ein ausgiebiges Abendessen, das nach diesem Aufstieg herrlich geschmeckt hat. Wir waren dieses Mal mit 2 anderen Schweizern, mit denen wir uns beim Abendessen unterhalten haben, in einem Zimmer. Da wir nicht in der Hauptsaison unterwegs waren, war hier auch viel Platz. Nachdem wir bei der Claritenhütte nur begrenzt und bei der Friedelungshütte gar keinen Strom hatten, freute ich mich, wieder mal alle Akkus aufladen zu können. Hier gab es sogar ein WLAN, was nach ein paar Tagen dann doch wieder mal praktisch war. Sehr viel Zeit blieb uns nicht zum Surfen und es ging bald ins Bett. Am Morgen kamen sogar 2 Hubschrauber. Der erste holte, glaube ich, Mitarbeiter des Pumpspeicherkraftwerks vom Lemmensee ab, den wir heute schön sehen werden, und der zweite brachte ein neues Paket. Mit Essen, Brennholz und allem, was man halt so auf einer Hütte braucht. Ich war beeindruckt, wie schnell er das Paket ausgetauscht hatte und er schon wieder wegflog. Es ging weiter über den Staudamm vom Mutzsee, dann bei der Kistenpasshütte vorbei über den Kistenpass und nach einem kurzen Abstecher rauf zum Muttenberg rüber zur bewährten Hütte. Erst 2016 wurde diese Staumauer eröffnet. Es gibt hier ein unterirdisches Pumpspeicherkraftwerk, das Wasser vom Limmernsee rauf auf zum gut 600 Meter höheren Mutzsee pumpen kann. Hier habe ich eine Aufnahme, auf der man die Staumauer des Mutzsees und einen Teil des Limmernsees sehen kann. Wir sind gerade bei der Kistenpasshütte und von hier aus hat man noch einmal einen guten Blick über den Limmernsee.
Hinter der Kistenbasshütte gibt es einen Weg rauf zum Muttenberg. Da wir bis jetzt auf keinem Gipfel waren, probierten wir den Weg rauf auf den Muttenberg mit 2956 Metern. Dies war unser höchster Punkt. Lange blieben wir aber nicht, denn die Temperatur dort oben war nochmals um einiges geringer. Hier ist der Grenzstein und ab jetzt sind wir im Kanton Graubünden unterwegs. In diesem Kanton gibt es 3 Amtssprachen und in dem Gebiet, in dem wir gerade unterwegs sind, spricht mehr als die Hälfte der Bevölkerung Rätoromanisch. Bei der Biwertenhütte angekommen, haben wir uns mal ausgerastet und unseren morgigen Weg zur Panixabas-Hütte geplant. Der Weg ins nächste Tal runter war nicht sehr lange und so waren auch viele Kinder auf dieser Hütte, die doch auf knapp 2500 Metern liegt. Eine ganze Reisegruppe aus Holland war auch da. Wir sind jetzt wieder losgewandert von der Biwertenhütte. Die Nacht war sehr bequem. Wir haben uns am Abend noch lange mit einem ehemaligen Wiener unterhalten, der nach Zürich ausgewandert ist. War sehr interessant. Heute geht es zur Panixenpasshütte. Es ist eine Hütte, die nicht von einem Hüttenwart bewirtschaftet wird praktisch. Also wir müssen uns das Essen selbst kochen. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen was dabei. Mal schauen. Es ging durch ein Gebiet, das auch oft als Mondlandschaft bezeichnet wird. Und beim Durchwandern entdeckten wir neben vielen kleinen Kristallen auch jede Menge Munition. Auf die Befürchtung hin, dass es Blindgänger sind, haben wir kurzerhand bei der Blindgängermeldezentrale angerufen. Wir wurden gleich darüber aufgeklärt, dass wir gerade in ein Übungsgebiet wandern und es sich hier um Leuchtgeschosse handelt, die alle 3 Jahre mal aufgesammelt werden. Am Weg entlang gab es jede Menge Heidelbeeren und an diesem schönen Ort machten wir mal eine kurze Pause. Ausgerastet und mit voller Energie ging es weiter und in circa 2,5 Stunden waren wir dann bei der Panixabas-Hütte. Am Nachmittag waren wir auch schon bei der Panixabas-Hütte und es gab noch ein selbstgekochtes Abendessen. Diese Nacht haben wir in der Hütte hinter mir übernachtet. Die Hütte gehört den Kantonen Graubünden und Glarus und man kann hier ziemlich günstig übernachten. Der Abstieg am Morgen nach Elm runter war ziemlich schnell geschafft, schließlich mussten wir auch noch die ganze Zugfahrt bis nach Hause an diesem Tag unterbringen. Zufällig kamen wir beim Panzerschießplatz Wicheln vorbei und danach ging noch ein Weilchen durch die Ortschaft Elm. Um 12 Uhr sind wir schon im Bus gesessen und nach einer kurzen Wartezeit am Bahnhof in Buchs ging es dann auch schon nach Österreich. Nun ja, das war's auch schon. 7 Tage Urlaub, davon 5-mal auf Hütten übernachtet, jede über 2000 Höhenmeter. Was glaubt ihr, kostet so ein Urlaub in der Schweiz? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt rechts oben ab. Ich bedanke mich recht herzlich bei unserem Schweizer Kollegen, der uns gut durch die kleinen Alpen geführt hat und mit dem das Wandern auch sehr viel Spaß gemacht hat. Da in unserem Wandergebiet hauptsächlich Schweizer unterwegs waren, ist es auch zu einigen interessanten Gesprächen mit Einheimischen gekommen. Ich wusste nie, wie hoch mein höchster Berg ist, den ich je erklommen habe. Vielleicht habe ich mit der Stumpfmauer damals schon meinen Rekord geknackt. Allerdings, jetzt ist es fix. Höher als 2956 Meter war ich noch nie, also ist der Muttenberg mein höchster Berg. Bis jetzt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.